Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich vorne blond und hinten noch immer braun. Ich wollte ein bisschen eine Typveränderung machen, aber ich wusste nicht, dass das ein bisschen orange wird. Jetzt habe ich mir notfalls halber eine andere Haarfarbe gekauft. Das erste war eine Blondierung und ich hoffe, dass ich damit die orangenen Stiche rausbekomme. Im Notfall klatsche ich mir eine braune Haarfarbe, dann wird wieder alles so wie vorhin. Wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr, dass ich vorne immer entweder lila oder rot oder dunkelbraun hatte. Ja, dieses Mal ging es mächtig in die Hose. Ich hoffe, ich kann das jetzt wieder verbessern. Und in meinem übernächsten Video, denn das kommende Video wird ein Tauschpaket mit der lieben Rafika. Liebe Grüße an dich. Da war ich noch braun. Und übernächstes Video werdet ihr dann das Ergebnis sehen. Wenn es nichts wird, dann werde ich wieder braun, aber ich werde euch auf jeden Fall informieren. Und jetzt fangen wir an mit dem Tag, denn ich wurde von der lieben Lisa for Beauty getaggt. Und Ende des Videos werde ich drei andere YouTuber natürlich taggen. So, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video. So, beginnen wir mit dem Tag und zwar der erste Tag Essen und Mahlzeit. Also was ich überhaupt nicht mag, ist so fettiges Essen, wo man so richtig sieht, dass das Öl schon so schwimmt. Also ich kann überhaupt nicht leiden, Schmalz, Schmalzbrot mag ich überhaupt nicht. Und was ich auch bei mir überhaupt nicht geht, ich könnte nie ein gebackenes Gehirn essen oder so. Also da wird mir jetzt schon schlecht, wenn ich nun dran denke. So, Tag Nummer 2 und zwar Klamotten. Was geht bei mir gar nicht? Bei den Klamotten würde ich sagen, was bei mir gar nicht geht, am liebsten würde ich ja alles anziehen, aber da ich jetzt nicht so eine super, super tolle Figur habe, da ich ja eher stärker, mollig bin, würden bei mir Hüfthosen überhaupt nicht gehen, denn da würde der Schwimmreifen hängen und so. Also Hüfthosen gehen bei mir leider überhaupt nicht, aber ich wäre nicht abgeneigt, sie anzuziehen. So, Frage Nummer 3 und zwar Musik. Also Musik mag ich eigentlich alles. Hip-Hop, Elektro. Was wirklich gar nicht geht, ist diese Operette, aber jetzt wirklich so nicht so eine schöne Operette, sondern richtig so eine Operette, wo es so geht. La 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 und so. Also, das bringt mir nur Kopfschmerzen und ja, also das mag ich überhaupt nicht. So, beginnen wir zum nächsten Duft und Geruch. Also Leute, die mich schon ein bisschen länger kennen, wissen, dass ich Lavendel nicht mag. Und jedes Mal, wenn ich Lavendel rieche, wird mir sofort schlecht im Magen. Jahreszeit. So, jetzt werden mich manche fragen, warum mag sie den Sommer nicht? Also, Jahreszeit ist bei mir so, ich mag schon den Sommer, nur ich mag diesen Sommer nicht. Letztes Jahr im Sommer war das so ein Fall. Egal, wo du stehst, wo du sitzt, du schwitzt und du ziehst dich tausendmal um, du gehst drei, viermal unter der Dusche. Dieses Jahr habe ich noch nicht das Gefühl gehabt. Also dieser Sommer geht, aber wenn es so ist wie letzten Sommer, dann mag ich diese Jahreszeit überhaupt nicht. So, Süßigkeiten. Ja, ich weiß nicht warum, aber mir schmeckt Lakritze überhaupt nicht. Der Geschmack ist für mich irgendwie so ein bisschen so komisch. Also Lakritze schmeckt mir bei den Süßigkeiten überhaupt nicht. YouTube, was geht bei mir bei YouTube überhaupt nicht? Da habe ich schon letztes Mal gesprochen, diese Pranks, wo die Mutter oder der Vater oder der Opa oder sonstiges so richtige Herzrasen bekommt und so, diese Pranks, wo der Spaß dann aufhört. Also das ist bei mir bei YouTube dann schon wirklich ein Tabu. Und auf jeden Fall dieses neue Spiel mit der Wahl, wo sich die jungen Menschen umbringen, um zu zeigen, dass sie bei dieser Wahlgruppe dazugehören. Also das geht bei mir überhaupt nicht. Wie ich das gesehen habe, war ich wirklich enttäuscht und entsetzt, dass viele Leute das Leben riskieren, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und danach sind sie ja eh schon tot. So, die nächste Frage ist McDonald's. Mag
Bei McDonald's, den mag ich und da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, bei McDonald's, das geht gar nicht. Also McDonald's habe ich wirklich nichts, wo ich sagen kann, das geht gar nicht. Personen allgemein. Also ich mag Personen allgemein nicht, die andere schlagen, andere provozieren, andere Mobbing machen, ausspotten. Also diese Personen gehen bei mir überhaupt nicht. Nein, also das ist bei mir ein richtiges No-Go. Dann werde ich wirklich auch sauber, auch innerlich. Und ja, Leute, die auch auf Schwächere losgehen, solche Sachen. Also das ist total unfair und sowas geht bei mir überhaupt nicht. So, öffentliche Personen, ja. Puh, da fällt mir jetzt wirklich leider nichts ein. Kann ich leider nichts dazu sagen. Haare. Ja, also was bei mir gar nicht geht, ist zum Beispiel wie jetzt, dass ich jetzt da leider ein bisschen hier orange bin. Ne? Also so diese Flecken, diese Stiche, orangene Stiche von Färben. Also sowas geht bei mir gar nicht. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gleich lösen werde. Ja, ich hoffe es und ich glaube, damit habe ich auch die Frage auch beantwortet. Party, das geht bei mir gar nicht. Wenn ich auf einer Party sehe, dass welche dealen, und zwar Jugendliche dealen, wenn es jetzt ein Erwachsener ist und er weiß, was er tut, ja, dann ist er selber schuld, ja, wenn er schon 18 ist. Aber wenn man anderen Drogen anbietet, die jünger sind, die 12 oder 13 sind. Das habe ich einmal verfolgt am Klo und in der Diskothek und das geht bei mir überhaupt nicht. Das ist ein No-Go. So, Autofahren. Autofahren betrunken geht bei mir überhaupt nicht, weil ich sehe das nicht ein, dass man andere Menschen in Gefahr bringt, nur weil du dich nicht kontrollieren kannst oder nicht mit der öffentlichen U-Bahn oder mit dem Bus oder sonstiges fahren kannst. So, nächste Frage. Eltern. Also Eltern, die ihre Kinder schlagen, Eltern, die ihre Kinder nicht beachten. Sowas geht bei mir gar nicht. Dann setzt bitte keine Kinder auf der Welt, wenn ihr nicht fähig seid, eure Kinder zu erziehen. Also sowas geht bei mir überhaupt nicht. Die letzte Frage, Frage Nummer 15, ist Instagram. Ich mag Instagram sehr. Was bei mir gar nicht geht, sind solche Fotos, wo man die halbe Brust schon sieht oder so, so perverse Fotos und so. Also das geht bei mir überhaupt nicht. So, meine Lieben, ich habe alle Fragen beantwortet. Wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Ich möchte jetzt noch drei andere YouTuberinnen taggen. Ich werde jetzt die Namen hier einblenden. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, wie ich mich gefreut habe. Und ich möchte mich, liebe Lisa for Beauty, bedanken, dass du mich getaggt hast. Das nächste Mal kommst du wieder dran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf Instagram, da heiße ich Lollis Pink Panther, edit. Da könnt ihr nämlich immer sehen, was ich so mache und welche Fragen ich euch stelle, welches Video soll als nächster kommen. Denn ich mag es sehr gerne, wenn ich euch auch frage, nicht immer, dass ich so alleine Entscheidungen treffe. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das einschaltet, das Video. Und ich gehe jetzt ins Badezimmer und ich hoffe, dass ich jetzt hier etwas wieder gerade biegen kann. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Eure Miss Pink Panther.